Oskar, ist China dein chinesisch dein Lieblingsessen? Nicht wirklich. Ja. Nicht wirklich, aber es schmeckt mir auf jeden Fall ein bisschen, aber Lieblingsessen würde ich jetzt noch nicht sagen. Wie groß ist denn dein Hunger auf die Universiade in China? Ja, da ist der Hunger auf jeden Fall dabei. Ich freue mich riesig darauf und deswegen bin ich jetzt auch hier am Trainieren, um mich genauso oder so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Mit deiner Achillessehne ist wieder alles in Ordnung? Ja, mit der Achillessehne ist wieder alles in Ordnung und ich kann alle Sachen wieder 100% machen. Und deswegen freue ich mich auch als Trainer, alle zu stehen und trainieren zu dürfen. Wie läuft das Training mit den Jungs? Das Training ist sehr intensiv. Wir haben gute Trainer da, wir haben gute Spieler da. Es macht extrem viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten und man merkt jetzt schon nach 2,5 Wochen, dass es schon was gebracht hat auf jeden Fall. Genau, welche Fortschritte hast du konkret gemacht in der Zeit? Ich habe auf jeden Fall im athletischen Bereich, denke ich, dadurch, dass wir viel gearbeitet haben und auch für mich ein paar neuen Sachen, habe ich da Fortschritte gemacht, denke ich schon. Und ich muss natürlich gucken, dass ich das beibehalte. Hast du dir das Training so hart vorgestellt? Ach, ich habe mir ehrlich gesagt nicht viel darunter vorgestellt. Ich bin einfach froh, dass ich dabei sein kann und natürlich ist es anstrengend, aber so wird man besser, denke ich. Was nimmst du persönlich aus den Workouts mit? Ich gucke einfach, dass ich bei allen Sachen 100% gebe und was für mich dabei rauskommt, wird sich dann, denke ich, meine Spielen zeigen im Sommer. Was können die Fans von dir in der nächsten Saison erwarten? Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich eine Saison spiele, wo ich komplett fit bin. Das ist für mich erstmal das A und O. Der Rest wird sich, denke ich, mal zeigen.